Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. So, liebe Hörer, nur noch wenige Stunden, dann haben wir es geschafft. Dann können wir das Jahr 2023 abhaken. Und an diesem 31. Dezember 2023 begrüße ich Sie nochmal zur Sonntagsrunde. Denn natürlich ist auch in dieser letzten Woche einiges passiert, das hier erörtert werden soll. Zuerst aber möchte ich allen meinen Dank abstatten, die durch ihre finanzielle Unterstützung den Kontrafunk am Leben und am Laufen halten. Und dazu gehört natürlich auch unser heutiger Werbepartner, die Firma Frerotech in Quedlinburg. Das ist ein kleiner mittelständischer Betrieb, der Präzisionsarbeit im Bereich Werkstoffbehandlung leistet. Egal ob Fräsen, Drehen, Schleifen, Zerspanen oder Erodieren und egal welche Stückzahlen gebraucht werden, Frerotech kann das alles machen und das ist eben typisch für solche kleinen mittelständischen Unternehmen, wo lauter bestens ausgebildete Facharbeiter die Maschinen führen. Die produzieren Teile von 1,5 Gramm bis zu 3 Tonnen und die führen auch Aufträge aus, bei denen es vielleicht nur um 10 Exemplare geht. Flexibilität und Kundenorientierung werden hier noch groß geschrieben und wer sich davon überzeugen möchte, der möge doch unter www.frerotech.de Kontakt aufnehmen und sich ein Angebot unterbreiten lassen. Ich will jetzt keine blöden Witze machen, aber bis jetzt dachte ich bei dem Begriff erodieren weniger an ein technisches Verfahren der Materialbearbeitung, sondern eher an das, was mit unserem einstigen Wohlstand und dem Rechtsstaat passiert. Zerspanen und erodieren, das ist das Werk sämtlicher deutscher Regierungsparteien seit 10 bis 15 Jahren. Aber wer bin ich, dass ich das hier erkläre? Das können meine Gäste viel besser. Und deshalb herzlich willkommen, Joanna Kotar, fraktionslose Bundestagsabgeordnete, bis vor einem Jahr AfD-Mitglied, Stefan Homburg, Professor Emeritus für öffentliche Finanzen und Faktenchecker, wenn das ein Ehrentitel wäre und kein Deckname für regierungsnahe Verleumdungstruppen, sowie Marcel Lute, Politiker und Publizist und Kämpfer gegen Korruption im Politikbetrieb. Ich weiß nicht, ob der Name Monika Schnitzer schon allen Hörern ein Begriff ist. Die Dame ist Wirtschaftswissenschaftlerin und gehört zu jenem Gremium, das in Deutschland als die Wirtschaftsweisen gehandelt wird. In der Langfassung heißt das Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also ein Regierungsberatungsgremium, bestehend aus 3 Frauen und 2 Männern. Und Frau Professor Schnitzer ist seit 2 Jahren die Vorsitzende. Warum hole ich so weit aus? Weil vor einer Woche Schnitzers Idee eines Ukraine-Solis die Runde machte, also ein Kriegszuschlag für deutsche Steuerzahler. Wurde nicht groß darüber berichtet in unseren Regierungslobesmedien, weil die Bevölkerung wahrscheinlich nicht gerade begeistert wäre von dem Projekt. Was meinen Sie, Stefan Homburg? Also ich kenne Monika Schnitzer seit 43 Jahren, weil wir im selben Semester in Köln damals VWL studiert haben. Und durch diese Sache mit dem Solidaritätszuschlag fühlt man sich jetzt ungefähr 30 Jahre zurückgeworfen. Damals im Zuge der deutschen Einheit hieß es ja zunächst, das kostet nichts. Und dann kam der Solidaritätszuschlag, der zeitlich befristet sein sollte, was sich dann aber auch als unwahr herausstellte. Als Finanzwissenschaftler und Steuerprofessor finde ich den Vorschlag nicht gut, weil er den Bürgern etwas vorspiegelt, was einfach nicht stimmt. Es ist nämlich rechtlich so, dass alle Steuern in einen gemeinsamen Topf fließen, aus dem alles bezahlt wird. Man nennt das, Steuern sind nicht zweckgebunden, anders als zum Beispiel Rentenversicherungs- oder Krankenversicherungsbeiträge. Und eine Steuer, die für irgendwas gebraucht wird, vielleicht auch Radwege in Peru oder was im Moment so alles bezahlt wird, die sollte man nicht nach einem bestimmten Verwendungszweck benennen. Das ist einfach eine Täuschung. Allerdings auch nicht neu, denn historisch gesehen werden Steuern gern benannt, entweder nach positiv besetzten Dingen, also Solidaritätszuschlag, Notopfer Berlin oder dergleichen, oder umgekehrt, sie werden nach etwas Verwerflichem benannt, wie früher einmal Hagestolz-Steuer für unverheiratete Männer oder heute CO2-Abgabe. In Wirklichkeit ist aber Augenwischerei und neutrale Bezeichnungen wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer sind einfach besser.
Wozu gibt's dann überhaupt diese Bezeichnungen, wenn es sowieso nur ein Trick ist im Grunde? Ja, aus steuerpsychologischen Gründen. Mhm. Also die Hoffnung ist immer, und da lernen die Leute leider auch nicht, die Hoffnung der Gesetzgeber ist immer, wenn sie ein beschönigendes oder ein verwerfliches Element mit dem Steuerbegriff verbinden, dass dann der Steuerwiderstand geringer ist. Aber dadurch wird einfach die Bevölkerung total unterschätzt. Um nochmal ein größeres Fass aufzumachen, das Wort Steuer kommt etymologisch von Stiure, Mittelhochdeutsch, und Stiure ist also die Stütze, die Hilfe. So haben die Fürsten das eingeführt, dieses Zwangsgeld, um es den Leuten schmackhaft zu machen. Und sie sehen, Steuer steht heute als absolutes Reizwort im Raum. Also gleich auf mit Kindesmissbrauch und dergleichen. Okay, also Euphemismen überall, klar, auch bei der Benennung von Gesetzen ist das ja üblich, gute Kita-Gesetz und wie heißt es jetzt, dieses Selbstbestimmungsgesetz und so weiter, alles tolle Begriffe. Nochmal ganz kurz zu diesem Soli-Zuschlag, also dieser deutsche Kriegsgroschen, der wird ja auch nicht viel nutzen. Also nicht die Ukraine, sondern Russland wird diesen Krieg gewinnen, muss man sagen, und zwar militärisch und auch geopolitisch und ökonomisch. Johanna Kotar, ich weiß, dass Sie sehr dafür waren, der Ukraine beizustehen. Ist das immer noch der Fall? Das ist immer noch der Fall, aber man muss das durchaus differenziert ansehen. Also bei mir muss man wissen, ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin in Rumänien geboren. Und ich kann verstehen, dass alle Ostblockstaaten, nachdem der Sozialismus endlich abgeschafft worden ist, sofort in die NATO wollten, weil die natürlich gesagt haben, wir wollen nie wieder unter der Knute Russlands leben. Und die Gefahr hat man am Anfang gesehen, dass Russland nicht Stopp machen wird mit der Ukraine, sondern vielleicht eventuell auch weitergehen wird. Und einen Krieg 2023 in Europa anzufangen, das geht einfach nicht. Ich war voll für die Unterstützung der Ukraine. Ich bin es immer noch, aber man muss realistisch sehen und sagen, die Ukraine wird nicht gewinnen. Und natürlich wird dieser Krieg am Verhandlungstisch letztendlich entschieden. Und dann kommt es darauf an, aus welcher Position kann man verhandeln. Wenn man einen Unterwerfungsfrieden gegenüber Russland macht, dann ist das auch nicht das, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube auch nicht das, was sich die westliche Welt wünschen sollte. Dementsprechend ist es im Moment schwierig, aber so einen Solidaritätszuschlag oder Steuer zu verlangen, ist das Falscheste, was man machen kann. Die Stimmung in Deutschland ist in Sachen Ukraine-Russland gekippt. Man sieht, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Und jetzt mit einer neuen Steuer, wo die Deutschen sowieso schon nicht wissen, woher das Geld kommen soll und wie sie ihre Nahrungsmittel bezahlen und die Tankfüllung bezahlen, dann auch noch sagen, Notgroschen und ihren Kriegssteuer für die Ukraine, ist das Absurdeste, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Genau, also ganz abgesehen von der Sinnhaftigkeit der finanziellen Unterstützung dieses, ich sage es jetzt nochmal, sehr korrupten Regimes in der Ukraine und auch der militärischen Sinnhaftigkeit, geht es um die Belastung der deutschen Bevölkerung. Und Marcel Lute, haben Sie vielleicht diesen lustigen kleinen Werbefilm gesehen, der im Augenblick von Lidl, glaube ich, gemacht, durchs Internet spukt, der etwas Sprechendes hat? Das ist eine Rentnerin, die sammelt Flaschen und gibt dann, weil Lidl ja so ein tolles und sozial verbundenes Werk ist, einen Teil ihrer Pfandflaschenerträge dann an die Tafel weiter. Haben Sie das gesehen? Das habe ich gesehen und offen gestanden kann ich die Aufregung darüber nicht verstehen. Die hat sicherlich damit zu tun, dass es immer Aufregung gibt, wenn Menschen aus ihrer Illusion gerissen und mit der Realität konfrontiert werden. Die Realität vieler Menschen in diesem Land ist mittlerweile die, dass sie in der Tat nicht wissen, wovon sie ihre Einkäufe bezahlen sollen. Die Realität ist dementsprechend aber auch, dass diese Leute, die zumindest noch ein bisschen klarkommen, die ein bisschen was übrig haben, wissen, dass es anderen schlechter geht und auch tatsächlich für diese sorgen. Wir haben als Gewerkschaft gerade vor wenigen Tagen in Neukölln eine Aktion veranstaltet, bei der wir an Senioren vor einem normalen Rewe-Markt, also wir reden hier nicht von einem sozialen Brennpunkt in Neukölln, sondern von durchaus bürgerlichen Gegend, an Senioren, denen man, ich sag mal, halbwegs ansehen konnte, dass sie es nicht so sonderlich dicke haben, entsprechend Geschenke, Einkaufsgutscheine etc. pp. Ausgegeben haben. Die Reaktionen waren immens überrascht, dankbar und auch betroffen. Also auf beiden Seiten, auf den Verteilenden wie denen, die was bekommen haben. Es zeigt letztlich, wie knapp es viele Menschen haben, die versuchen, sich das nicht anmerken zu lassen. Und letztlich weist Lidl damit vor allem erstmal darauf hin. Und natürlich will das keiner sehen. Genauso wenig, wie die Menschen von Kindesmissbrauch in diesem Land hören wollen. Oder von allen möglichen anderen unangenehmen Themen. Oder von den neuesten Entwicklungen der sogenannten Ampel. Auch das will man eigentlich nicht hören. Aber es ist die Realität und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Also würden Sie sagen, so ein Film trägt zur Aufklärung bei? Weil eigentlich, das verstehe ich ja, das Skandalon ist natürlich die Tatsache, dass überhaupt Menschen im besten Deutschland aller Zeiten Flaschen sammeln gehen müssen. Aber manche sagen natürlich, das sei doch eine Verhöhnung von ärmeren Senioren, diese Darstellung da in dem Film. Also wer das so von sich gibt, versteht in der Tat nicht, dass Lidl zum Beispiel nicht der sogenannte öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und dementsprechend keinen Edukationsauftrag hat, sondern natürlich in irgendeiner Weise auch eine Werbebotschaft platzieren möchte. Deswegen gibt es ja auch ein Logo in diesem Werbevideo. Aber das, was sie da machen, ist sozial. Und das ist die eigentliche Wortbedeutung im Gegensatz eben halt zu sozialen Medien, an denen relativ wenig manchmal sozial ist. Das Soziale, was als Botschaft darüber kommt, ist ganz, ganz wichtig und muss gezeigt werden. Und wo wird es denn im öffentlichen rechtlichen Rundfunk zum Beispiel gezeigt? Es gibt viel zu wenig Hinweise auf gerade diese Altersarmut. Und wir haben für viele, viele Dinge in diesem Land Geld. Wir haben gerade darüber gesprochen, Geld tatsächlich durch Steuermittel, um sie für irgendeinen Quatsch ins Ausland zu transferieren. Wir haben aber kein Geld, um dieser widerlichen Armut zu begegnen. Und da halte ich den Hinweis für völlig berechtigt. Stefan Homburg, so am Jahresende ist ja auch immer ein bisschen eine Stimmung von Kassensturz. Und da wir es jetzt mit dem Geld haben, frage ich nochmal zurück, wie ist denn jetzt eigentlich die Lage? Also wir haben es ja erlebt, dass das Bundesverfassungsgericht da einen großen Strich durch die Regierungsrechnung gemacht hat. Dann waren alle furchtbar erschüttert. Dann hat es geheißen, ja, wir versuchen weitere Tricksereien, in dem Fall über Notstand. Also selbst auferlegte Klimaziele sind dann plötzlich ein Notstand und der Ukraine, Krieg, mit dem wir ja zunächst mal gar nichts zu tun haben, ist es dann auch. Wie sieht es denn jetzt aus? Was ist der letzte Stand in den öffentlichen Finanzen? Gute Frage, aber darauf gebe ich keine Antwort. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn die Regierung mit konkreten Vorschlägen kommt, zum Beispiel ein neues Steuergesetz, das angeblich einfacher und besser sein soll, oder ein Haushalt, der der Verfassung genügt, dann gucke ich mir die entsprechenden Unterlagen an. Und zwar aus folgendem Grund. Neben den Unterlagen gibt es immer Sprachregelungen, die die Spin-Doktoren erfunden haben. Die werden dann auf der Pressekonferenz verlautbart. Und fast alle Journalisten arbeiten so, dass sie einfach diese Verlautbarung übernehmen. Und in den Medien erscheint dann die Nachricht, ja, hier ist jetzt das neue, einfache Steuergesetz, der verfassungsmäßige Haushalt oder so. Ich gucke mir dagegen die Unterlagen an und bilde mir ein eigenes Urteil und wenn ich dann gefragt werde, sage ich, was ich dazu meine. Hier ist es jetzt so, dass es nichts gibt. Man hätte ja erwartet, weil das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November kam, dass noch vor Jahresende zumindest mal irgendwelche schriftlichen Unterlagen kursieren würden, was die Regierung jetzt eigentlich machen will. Man hört dann irgendwas von 60 Milliarden, dann sind es plötzlich 17 Milliarden, aber es ist alles nur Gerede. Also es gibt noch nicht mal für den Haushaltsausschuss des Bundestages irgendeine Vorlage, also irgendeine Art Bundestagsdrucksache, die man sich jetzt mit fachmännischem Blick mal genauer angucken könnte und dann Ihre Frage beantworten könnte, wo wir stehen. Wir wissen es also nicht, wo wir stehen. Und wenn immer beklagt wird, es gibt so eine Unsicherheit gerade in der Wirtschaft, dann ist die eben auch die Folge davon, dass die Regierung nicht die Konsequenzen aus dem Urteil gezogen hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Januar weitergehen soll. Johanna Kotar, Sie sind ja da noch mit drin in dem Betrieb. Kriegen Sie denn irgendwelche Unterlagen? Nein, wir haben tatsächlich keine Unterlagen. Jetzt sind auch Weihnachtsferien, ne? Jetzt haben sich die Regierung und die Abgeordneten alle in die Ferien verabschiedet und da muss man nicht arbeiten, auch wenn Deutschland auf der Kippe steht. Wen interessiert das schon? Ich glaube, das sagt schon alles, dass sie sich nicht wirklich zusammenraufen konnten und in der letzten Sitzungswoche diese Haushaltssitzung noch machen konnte. Zeigt mir, wie verstritten die Ampel eigentlich tatsächlich ist. Und jetzt planen sie das Ganze in der Haushaltswoche im Januar dann zu verabschieden. Das wird auch alles dann sehr schnell durch den Bundestag gepeitscht werden, weil wir dann recht kurzfristig die Unterlagen bekommen werden und wahrscheinlich alles in derselben Woche machen müssen, die Unterlagen lesen, die Ausschusssitzungen haben, die Sondersitzungen haben und dann den Haushalt verabschieden. Das kann aber auch gut geplant sein. So geht das öfters mit Gesetzen, die nicht so gut sind und die bei der Bevölkerung nicht so gut ankommen werden. Die werden im Schweinsgalopp durch den Bundestag gepeitscht. Da spielt die Opposition keine Rolle mehr. Da spielen die Sachverständigen, die warnen, keine Rolle mehr. Das ist die Art und Weise, wie die Ampel Politik macht. Das Einzige, was ich definitiv weiß, was rauskommen wird, die Ampel wird nicht bei sich selber sparen. Es wird sehr teuer für die Bürger da draußen werden. Marcel Luthe,
war jetzt die Rede von dem, was alles auf uns zukommt. Und sehr bald wird in Berlin neu gewählt, am 11. Februar, wenn ich es richtig sehe. Das war auch ein Spruch des Bundesverfassungsgerichtes. Und der hat ein bisschen mit Ihrer Wühlarbeit zu tun, denn Sie waren es ja, der die Herausgabe von Briefwahlunterlagen erzwungen hatte, erstritten hatte. Dann kam raus, dass da so viele handschriftliche Änderungen gemacht wurden, dass einem die Haare zu Berge standen. Das wurde alles zunächst mal zugedeckt, aber ein paar Medien haben es dann doch aufgegriffen. Und dann gab es einen Richterspruch, der lautete, es muss neu gewählt werden, so geht das nicht. Das bezog sich aber nur auf die Landtagswahl, sage ich mal, jedenfalls auf die Berliner Wahl im Land Berlin. Und der gleichzeitig gewählte Bundestag, der ja nun auch betroffen war, der blieb da außen vor. Und da haben Sie jetzt ein zweites Urteil erstritten. Das war aber nicht sehr befriedigend, oder? Nein, das war in der Tat nicht sehr befriedigend. Ich muss vielleicht kurz ergänzen, es ging nicht allein um die Briefwahlunterlagen, sondern es ging um sämtliche Niederschriften aus sämtlichen Wahllokalen. Also das ist das, was jeweils 9 zufällig ausgewählte Bürger in jedem einzelnen Wahllokal gemeinsam erfassen und gemeinsam übereinstimmen protokollieren, was denn dort passiert ist. Deshalb 9 unabhängige Menschen, damit man darauf vertrauen kann, dass das, was in diesen Niederschriften steht, auch tatsächlich die Wahrheit ist. Deswegen sind diese Niederschriften im Übrigen auch hochöffentlich in jeder Demokratie. Und deswegen hat es mich auch wiederum so überrascht, dass, nachdem ich Hinweise erhalten hatte, dass es gut wäre, sich die mal im Original anzuschauen, man mir das über alle Ebenen verweigert hat. Und in der Tat, Sie haben es richtig gesagt, hat sowohl der Landesverfassungsgerichtshof seine Entscheidung auf die dann von mir herausgeklagten Niederschriften gestützt. Nachdem man die gesehen hat, wurde klar, warum das keine demokratische Wahl war und sie in Berlin vollständig zu annullieren war. Und die Niederschriften zur Bundestagswahl, auf die das Bundesverfassungsgericht jetzt auch seine Entscheidung gestützt hat, sehen natürlich nicht anders aus. Insofern hatte ich erwartet, ich habe ja auch Einspruch eingelegt gegen die Bundestagswahl. Der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat darüber in einem separaten Votum entschieden. Und dagegen bin ich wieder vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Mein Einspruch dagegen ist allerdings auch immer noch beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Das heißt, man hat bisher nur über die Beschwerden der CDU-CSU entschieden, in dem Umfang, der jetzt bekannt ist, also in 455 Wahlbezirken neu zu wählen. Und man hat über die Beschwerde der AfD entschieden, mit dem Ergebnis, dass die als unzulässig verworfen wurde, weil sie eben halt unter anderem auch gar nicht auf die Einzelheiten, nämlich auf diese Niederschriften eingegangen ist, weil sie es nicht konnten, weil sie die wiederum nicht hatten. Meine liegt also immer noch da. Ich hatte seinerzeit sehr umfangreich mit den Niederschriften begründet, warum ich der Auffassung bin, dass in insgesamt 8 der 12 Berliner Bundestagswahlkreise neu gewählt werden müsste. Und dazu gehört auch der Bundestagswahlkreis von Gesine Lötsch, der das dritte Direktmandat wiederum für die Linkspartei hält. Und wenn dort neu gewählt würde, was meines Erachtens müsste, dann wäre es zumindest theoretisch denkbar, dass die Linkspartei kein Direktmandat in diesem Wahlkreis erringt, damit aus dem Deutschen Bundestag als Fraktion, also über die Direktmandate, eben herausfällt. Und damit sich der gesamte Bundestag mit der Verrechnung der Ausgleichs- und Überhangmandate, die wir dort haben, deutlich verkleinern würde und aus allen Fraktionen Kollegen wegfallen würden. Und das ist meines Erachtens wiederum der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht hier zwar behauptet hat, sich mit den Niederschriften befasst zu haben. Wer das sehr umfangreiche Urteil liest, sieht auch, dass dort einige Punkte drinstehen. Wer aber, so wie ich, die Niederschriften komplett gelesen hat, stellt auch fest, dass vieles, was in den Niederschriften steht, in diesem Urteil nicht genannt wird. Und das wirkt auf mich schon sehr so, als habe man sich da einen Sachverhalt so zurechtgebogen, dass man begründen kann, warum man 2 Jahre, sagen wir mal, nicht allzu intensiv gearbeitet hat. Zunächst der Wahlprüfungsausschuss des Tages und dann das Bundesverfassungsgericht. Und warum man eben halt letztlich auch mit einer sehr halbgaren Lösung herauskommt, die niemandem wirklich wehtun wird. Und das wiederum halte ich für ein absolut fatales Signal für diese Demokratie. Erstens hätte es schnell passieren müssen. In anderen Ländern, beispielsweise in Ungarn, hat ein Verfassungsgericht 1 Woche Zeit, um solche Einsprüche zu prüfen und nicht wie hier jetzt über 2 Jahre. Und es hätte deutlich weitergehen müssen. Aber es ist ja, wie gesagt, noch denkbar, dass das Bundesverfassungsgericht über meine Beschwerde nochmal anders entscheidet. Und das ist auch das Absurde. Wir würden jetzt am 11. Februar wählen und wer weiß, im März fällt Ihnen ein, Edge, es muss nochmal neu gewählt werden. Also diese Zeitdimension, die Sie da ansprechen, Marcel Luthe, die ist ja eigentlich unglaublich, denn wir haben eine Wahl, die nicht sauber war. Das ist ja mittlerweile höchstrichterlich anerkannt. Sie sind ja eingetreten auf den Vorwurf, haben sich damit beschäftigt. Aber Sie haben so lange gebraucht, dass man fast sagen könnte, wir bringen jetzt die Wahlperiode gemütlich zu Ende und hinterher stellen wir fest, dass es alles umsonst war. Das ändert ja nichts daran, dass wir dann zwei Wirklichkeiten leben. Einer faktischen Wirklichkeit und einer rechtlichen, die sagt, das Faktische hätte eigentlich gar nicht sein dürfen.
Wir haben ja vor allem eines, also das weniger auf das Bundesverfassungsgericht bezogen, sondern auf die Wartezeit beim Landesverfassungsgericht. Da steht es nun mal fest, eindeutig mit dem Richterspruch vom 16.11.2022, dass die Wahlen aus dem Jahr 2021 bezogen auf das Bundesland Berlin keine demokratischen Wahlen im Sinne des Grundgesetzes waren, dementsprechend keinem Parlament eine demokratische Legitimation verleihen konnten und nie verliehen haben. Das hätte man viel schneller natürlich feststellen können. Und das hat dazu geführt, dass wegen dieses gemütlichen Tempos des Verfassungsgerichts in Berlin über ein Jahr ein Parlament mit einer Regierung gearbeitet hat, die niemals, und bekanntermaßen geht alle Staatsgewalt vom Volke aus und sie wird in Wahlen ausgeübt, niemals durch das Volk gewählt waren. Das alleine ist schon in höchstem Maße skandalös. Aber es geht ja noch weiter. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat sich nicht entblödet, und zwar nicht in den Tenor, das heißt in das Verbindliche, das eigentlich in den Richterspruch seiner Entscheidung, sondern irgendwo versteckt in den Gründen in einem Nebensatz zu behaupten, dass dieses definitiv niemals durch das Volk gewählte Parlament ja trotzdem auch nach dem 16.11.22 noch einige Monate weiter Parlament spielen kann. Das ist der eigentliche Skandal, denn natürlich darf das Verfassungsgericht das nicht entscheiden, es hat es ja auch nicht entschieden, es hat es nur in seine Gründe geschrieben. Ein jeder, auch der Bürgermeisterdarsteller in Berlin, Kai Wegener, behauptet nun, ja, das Verfassungsgericht hat doch entschieden, das sei doch in Ordnung. Nein, hat es natürlich nicht, das weiß auch jeder Jurist, sie hätten es auch niemals entscheiden dürfen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das Verfassungsgericht, das selbst vom Parlament gewählt ist, kann natürlich nicht hingehen und sich ein eigenes Parlament, das nie gewählt wurde, aussuchen und sagen, die sitzt jetzt einfach mal. Genau das ist aber in Berlin passiert. Und gegen diese Entscheidung wiederum bin ich ebenfalls vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Das Bundesverfassungsgericht ist der Auffassung, dass das nicht so wichtig ist, man sich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen müsse. Und deswegen liegt diese Sache jetzt wiederum auf europäischer Ebene. Aber wenn das Schule macht, wenn der Aufschrei darüber nicht deutlich größer wird, dann können wir zukünftig immer einfach irgendein Wahlergebnis verkünden. Die Truppe tritt dann mal zusammen, das demokratisch gewählte Parlament ist aufgelöst, weil ja irgendwas Neues da ist. Und dann stellt man 2, 3 Jahre später fest, ach so, die sind ja nie gewählt worden. Macht doch nichts, dann machen sie noch ein paar Monate weiter. Das ist wirklich eine Blaupause letztlich für einen Staatsstreich am Schreibtisch. Und dann wundert man sich, dass die Bürger und die Wähler das Vertrauen in die Politik und in die Demokratie verloren haben und muss einem Herrn Steinmeier zuhören, wie er die Demokratie lobt und dass man die doch bitte verteidigen soll. Dabei sind es genau die Politiker, die Demokratie hier in Deutschland im Moment abschaffen. Aber genau das machen wir ja. Wir verteidigen ja. Also wenn wir mal das mit dem Bundesverfassungsgericht jetzt in größeren Kontext stellen, dann ist das ja nicht die erste Fehlleistung, sondern ich nehme mal die letzten 3, die wirklich sehr gravierend sind. Im Lockdown hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, nicht etwa über den Lockdown, das hat man auch jahrelang liegen lassen, sondern dass der menschengemachte Klimaschwindel bereits in der Verfassung verankert ist. Das heißt, sie haben im Grunde sich angemaßt, wissenschaftliche Positionen aus dem Grundgesetz herauszulesen, die dort nicht stehen. Also im Grundgesetz sind allgemeine Vorgaben, dass auf künftige Generationen geachtet werden soll. Aber ob man den künftigen Generationen was Gutes tut, indem man Deutschland jetzt deindustrialisiert und verarmen lässt, das ist ja gerade die Frage. Und das ist eine politische Frage. Nach dem Lockdown hat das Bundesverfassungsgericht dann entschieden, dass Lockdown, Ausgangssperre, Bundesnotbremse und was immer da gemacht wurde, dass das alles in toto verfassungsgemäß war. Das heißt, sie haben einfach den Eckpfeiler des Rechtsstaats, nämlich das Übermaßverbot oder wie man das auch nennt, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, missachtet. Und im Grunde geurteilt, solange irgendwelche Erkältungsviren umherschwirren, kann in jedes Grundrecht beliebig tief eingegriffen werden. Ob das Demonstrationsfreiheit ist, Unverletzlichkeit der Wohnung, Freiheit der Berufsausübung bis hin zur Religionsfreiheit. Denn Messen waren ja auch im Lockdown eine lange Zeit verboten. Also da sehe ich jetzt mit Klima, Lockdown und Wahlfälschung 3 ganz eminente Fehlurteile. Und ich denke, das Vertrauen, das Frau Kutter eben ansprach, es sinkt nicht nur in Regierung und Parlament, sondern auch und insbesondere in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht. Wir müssten da vielleicht noch die großartige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ergänzen. Ja. Dort hat das Bundesverfassungsgericht erstens nichts anderes gemacht, als einfach blind dem zu folgen, und zwar ohne jede sinnige Beweiserhebung, blind dem zu folgen, was die Exekutive behauptet hat.
Und darüber hinaus hat man auch noch den Logikfehler begangen, einerseits zu erklären, dass mit der sogenannten Impfung es natürlich auch möglich ist, dass sie tödliche Nebenwirkungen haben könnte. Das hat das Bundesverfassungsgericht damals ja bereits auch festgestellt und anerkannt. Und gleichzeitig sich gar nicht mit der Frage beschäftigt, ob das nicht rein formal ein Verstoß gegen das Zitiergebot ist. Denn wenn in ein Grundrecht, in dem Fall dann das Grundrecht auf Leben eingegriffen wird, dann muss das natürlich auch explizit im Gesetz genannt werden. Das ist aber natürlich nicht passiert. Das hat die Bundesregierung übersehen, weil man damit ja hätte zugeben müssen, dass diese tödlichen Nebenwirkungen möglich sind. Und auch dort, bis zum heutigen Tage, hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht damit auseinandergesetzt, dass aus tatsächlichen Gründen seine Entscheidung natürlich schlichtweg falsch war. Ja, das liegt aber, denke ich, auch daran, dass wir einen Systemfehler haben. Solange die Politiker diese Richter aus den eigenen Reihen benennen können, wird sich das in Zukunft auch nicht so schnell ändern. Wenn eine Herbert im Bundestag eine Rede hält und am Nachmittag sein Zeugs packt und plötzlich Verfassungsrichter ist und später über die Gesetze entscheiden soll, die er im Bundestag mitbeschlossen hat, dann stimmt etwas nicht bei uns. So, jetzt hat Stefan Homburg ja schon darauf hingewiesen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in alle drei Grundpfeiler unseres Staates, die Exekutive, die Legislative, die Judikative, erschüttert ist. Und Johanna Kottar, Sie haben es gerade gesagt, bei dem Verfassungsgericht können die Menschen wenig machen, denn die werden politisch bestimmt, aber gewählt wird das Parlament nach wie vor, hoffen wir mal, und die Regierung kommt dann entsprechend zustande. Jetzt stehen wir vor der großen Frage, die Menschen sind unzufrieden, Sie haben es ja deutlich dargestellt, allein was jetzt mit dieser Wahl passiert ist, aber auch was wirtschaftlich passiert und so weiter, es tut sich was. Wir merken es an Zustimmungswerten für die AfD, ganz besonders, die steigen. Wir merken es an einer Generalunzufriedenheit. Die CDU versucht da jetzt so ein bisschen zu lavieren und das einzufangen und abzufischen. Meine erste Frage wäre jetzt, was glauben Sie, hat das Chancen, dieses Unternehmen? Und die zweite Frage, oder vielleicht könnte man es auch umdrehen, ja, platzt die Ampel? Wie lange müssen wir dem Spiel noch zusehen? Es ist jetzt schon viel von Neuwahlen die Rede. Glauben Sie, dass das kommen wird? Stefan Homburg. Wenn man mal ins Grundgesetz schaut, dann sieht man, es gibt überhaupt nur eine einzige Möglichkeit, zu Neuwahlen zu kommen. Und die besteht darin, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt und sie verliert. Das haben wir 1982 gesehen mit Helmut Kohl. Da war es aber abgesprochen, seine eigenen Abgeordneten sollten Nein sagen. Dasselbe hat Gerhard Schröder dann nochmal gemacht, 2005. Aber wenn man sich fragt, wird Herr Scholz die Vertrauensfrage stellen, ist die Antwort doch klar Nein. Er würde damit erstens seine Karriere beenden. Und wichtiger noch, es ist ja wiederholt in den Medien berichtet worden, dass verschiedene Staatsanwaltschaften sagen, sie würden gegen Scholz mit Rücksicht auf sein Amt nicht so ermitteln, wie sie es sonst täten. Das heißt also, Herr Scholz hat überhaupt keinen Anreiz, die Vertrauensfrage zu stellen. Und damit ist das Thema Neuwahlen erledigt. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, es ist gut so. Denn wenn wir mal überlegen, was käme denn bei Neuwahlen jetzt raus, wenn wir mal die aktuellsten Umfragen nehmen? Also die FDP wäre draußen, SPD, Grüne würden etwas verlieren, CDU würde gewinnen, AfD würde gewinnen, Linke würde auch rausfallen. Und was wäre dann die neue Regierung? Wenn man es eine Zeit lang durchdenkt, sieht man, es gibt nur eine einzige Möglichkeit und das ist eine neue schwarz-rote Regierung. Also was man früher GroKo nannte, also schwarz-rot würde es. Und wenn Sie jetzt mal gedanklich überlegen, die SPD bleibt an der Bundesregierung und die FDP und die Grünen werden ersetzt praktisch durch die Union. Die Union liegt politisch in vielen Fragen zwischen FDP und Grünen. Dann heißt das im Klartext, es ändert sich mit Ausnahme von Rhetorik, Leitkultur und so weiter überhaupt nichts, sodass die Enttäuschung, die dadurch entstehen würde, riesig wäre. Ich finde deshalb, es sollte keine Neuwahlen geben, sondern es muss jetzt einfach ausgelöffelt werden, was angerichtet wurde. Johanna Kottar. Ich glaube auch nicht, dass es Neuwahlen geben wird. So wie ich meine Kollegen kennengelernt habe, kleben die auf ihren Stühlen. Auch Rücktritte nach gravierendem Fehlverhalten, nach Fehlentscheidungen sind ja mittlerweile out. Früher war das gang und gäbe, dass wenn jemand einen Fehler gemacht hat, er sich entschuldigt hat und seinen Hut genommen hat. Das macht man heutzutage nicht mehr als Politiker. Dementsprechend glaube ich auch nicht an Neuwahlen. Die hängen an ihren Posten und ich glaube, ein Lindner sichert sich seine Karriere schon nach der Politik, nach der Ampel. Von daher haben sie gar keinen Grund, eine Neuwahl zu machen. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass dieser Mitgliederentscheid so ausgehen wird, dass sie austreten sollen aus der Ampel. Aber selbst wenn die FDP das machen würde, ich traue der CDU zu, dass sie da reinspringt.
Und dann geht das Ganze weiter. Und weil Sie vorher auch den Kurswechsel der Union angesprochen haben, wer glaubt denn das heute noch? Ich hätte es glaubwürdig gefunden, wenn Herr Merz bei seiner ersten Bundestagsrede vor dem Bundestag getreten wäre und gesagt hätte, wir haben Fehler gemacht als Union. Wir haben viele Fehler unter Kanzlerin Merkel gemacht. Das hat jetzt ein Ende. Es tut uns leid. Und mit mir ändert sich der Kurs der CDU. Dann hätte ich ihm alles das, was dann gefolgt ist, geglaubt. Mittlerweile sehe ich dann nur noch, er guckt auf die Umfrageergebnisse der AfD und seine Berater sind so schlau zu überlegen, okay, wir müssen die Themen von der AfD abgreifen, damit wir selber wieder steigen. Was davon zu halten ist, glaube ich, sehen wir in Berlin ganz gut mit einem CDU-Bürgermeister, der jetzt Demos genehmigt am 31. pro Palästina, der sich mit LGBTQ-Sachen auseinandersetzt und Minderheiten noch mehr fördern möchte. Das, was die CDU sagt, klingt gut. Ich glaube ihnen kein Wort und ich glaube auch, die Bürger tun das nicht mehr aus gutem Grund. Ja, diese Demonstrationen, wir stehen unmittelbar vor dem Silvesterabend, vielleicht greifen wir es mal kurz auf. Es geht ja eine gewisse Angst um und es hat es noch selten gegeben, dass die Polizei quasi bittet, greift uns nicht an, weil man hat schon Erfahrungen aus den früheren Jahren gemacht und man rechnet ein bisschen hoch, wie die Emotionen sich noch zugeschärft haben, vor allem auch diese pro-palästinensischen Demonstrationen. Ich habe einen Tweet gelesen, den will ich Ihnen bei der Gelegenheit mal zur Kenntnis geben. Mir ist leider der Autor hier nicht gegenwärtig, aber der lautete, man nehme ein Signal der Schwäche, also greift uns nicht an, was die Polizei ja geschrieben hat, eine genehmigte pro-palästinensische Demo, mehrere hundert Tonnen an Feuerwerk und Sprengstoff und ein Notstandsgesetz auf Eis. Alles gut durchrühren, kurz aufkochen lassen und dann lässig den Notstand ausrufen und durchregieren. Marcel Luthe, ist das eine Methode? Nein. Also ich traue vielen Kollegen viel zu. Aber vor allem viel Dummes. Das, was wir jetzt gerade gehört haben als mögliches Szenario, würde unfassbar viel Planung und Kompetenz erfordern. Und nach meiner Erfahrung auch hier in diversen Untersuchungsausschüssen, unter anderem zum Anschlag am Breitscheidplatz, gehe ich nicht davon aus, dass irgendjemand tatsächlich ein solches Szenario tatsächlich planen kann. Wir haben ja immer wieder in Medien und Debatten das Missverständnis gehabt, dass Demonstrationen genehmigt werden. Jeder weiß, glaube ich, wie wenig ich von Kai Wegner halte. Aber weder Kai Wegner noch die Polizei Berlin als Versammlungsbehörde hat eine pro-palästinensische Demonstration genehmigt. So funktioniert das nicht, sondern sie teilen mit, dass sie eine durchführen wollen. Und das machen sie dann auch, und zwar so lange, bis sie, haben das in der Corona-Pandemie erlebt, wie damit Missbrauch betrieben wurde, aus wirklich gewichtigen Gründen eine solche Demonstration ausnahmsweise nicht durchführen dürfen. Und diese gewichtigen Gründe, die muss man eben tatsächlich haben. Und wenn man sie nicht hat und trotzdem in eine wirklich dramatische Lage kommen kann, dann muss man eben etwas kreativer werden. Und ich habe mich ja bemüht, mit der Anmeldung einer pro-israelischen Gegendemonstration diese Kreativität ein bisschen zu zeigen. Denn der Gedanke dahinter war natürlich einerseits, ein klares Signal zu setzen, was wir alles hier in Berlin nicht haben wollen. Und auf der anderen Seite, vielleicht spielt es auch eine gewisse Rolle, dass die Polizei damit tatsächlich in einer Situation, das Wort Notstand viel gerade gemeint ist, aber etwas anderes, in einen polizeilichen Notstandssituation dahingehend kommt, dass alle Kräfte, die sie haben könnte, nicht ausreichen würden, um beide Versammlungen gleichermaßen zu schützen. Und dann ist leider nicht möglich, dass diese pro-Palästina und gegen Israel und für Islamismus-Demonstration in Berlin stattfinden kann. Was das Spielen mit dem Notstand angeht, bei dem man ja, um an Willy Brandt zu erinnern, die echten Sozialdemokraten, von denen es auch in der Sozialdemokratischen Partei heute noch, ich würde sagen, eine Handvoll gibt, auf den Barrikaden finden würde. Das ist natürlich ein Szenario, das auch ich erwarte. Wir haben das bei Corona erlebt. Die Leute haben mit allen möglichen Experimenten gearbeitet, was denn die Menschen sich alles noch bieten lassen. Und erschreckend war ja zu sehen, was man sich in der Tat hat alles bieten lassen. Ja, die absurdesten Regelungen, die brav befolgt wurden. Insofern, ja, ich erwarte, dass solche Versuche unternommen werden. Aber rein rechtlich ist dieses Thema, ja, weil in Berlin es zu schweren Straftaten an Silvester gekommen ist, daraus irgendwie eine bundesweite oder auch nur auf Berlin bezogene Notstandsverordnungsgebung begründen zu können, halte ich für absurd. Da gibt's dann in der Tat, und ich glaube, dass mittlerweile auch einige Richter wach geworden sind, eine sehr brauchbare Verwaltungsgerichtsbarkeit, zumindest noch in Deutschland, dagegen. Okay, also ich hake mal ab, keine Neuwahl und kein Notstand.
Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen hier in der Sendung. Ja, ich gehe zurück zu der Diskussion, die CDU macht sich unglaubwürdig und die FDP übrigens, Herr Luthe, das war ja Ihr früherer Verein, steht am Abgrund eigentlich, weil Johanna Kottar hat gesagt, es ist eigentlich egal, ob Sie es mittragen oder nicht, jetzt diese Ampelpolitik, aber durch das Mittragen ist die FDP ja doch in einer Existenzkrise. Wie könnte denn eine Wende für die FDP noch aussehen? Nun, die kommt ja vielleicht automatisch durch die Mitgliederbefragung. Diese Mitgliederbefragung, ob man aus der Ampel aussteigt, hat ja schon begonnen. Und es gibt ja klare Aussagen, dass vor dem Dreikönigstreffen am 6. Januar bereits das Ergebnis vorliegen soll. Das Ergebnis wird juristisch nicht bindend sein, aber wenn eine starke Mehrheit der FDP-Mitglieder dafür votiert, auszusteigen, kann die Spitze das natürlich nur ganz schwer ignorieren. Ich muss persönlich sagen, ich habe keinerlei Vorstellung, wie es ausgehen wird. Ich denke aber, die FDP-Mitglieder werden mehrheitlich für einen Ausstieg sein. Anders natürlich als die FDP-Amtsträger, die praktisch geschlossen für den Fortbestand sind. Wenn die Mitglieder dagegen entscheiden, dann wird es wirklich spannend, denn dann könnte es eine rot-grüne Minderheitsregierung geben. Nach der bescheidenen Erfahrung, die ich hier in Berlin mit Wahlergebnissen gemacht habe und der inneren Kenntnis meiner ehemaligen Partei und der dort handelnden Akteure, hatte ich auch schon den Initiatoren dieser Befragung gesagt. Ich sagte, Mensch, was machen wir denn dann eigentlich, wenn wir damit unterliegen sollten, wenn die trotzdem weitermachen wollen? Was machen wir denn politisch? Wo gehen wir hin? Ich sagte, Mensch, macht euch doch über diese Frage letztlich gar keine Gedanken. Es ist egal, was die Mitglieder tatsächlich entscheiden. Es wird darauf ankommen, was als Ergebnis verkündet wird. Und hier ist es ja noch nicht einmal so, dass wie bei demokratischen Wahlen zu einem Parlament eine vollkommen unabhängige Kommission ein Ergebnis feststellt und auszählt, sondern hier zählt die Parteiführung faktisch selbst. Und insofern wird es nicht darauf ankommen, wer wie abgestimmt hat, sondern welches Ergebnis verkündet wird, ganz ungeachtet dessen, dass Christian Lindner und andere ja bereits erklärt haben, dass sie sich nicht daran halten werden. Mhm. Und damit begeht die FDP das, was sie vor langer Zeit begonnen hat, um genau zu sein, eigentlich 2013. Sie begeht zum zweiten Mal nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag politischen Selbstmord und diesmal wird er von Dauer sein. Damals die Euro-Abstimmung, meinen Sie, ne? Ich war jetzt zunächst bei dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag. Ja, aber das war ja die Folge. Die hatten ja damals auch eine Euro-Abstimmung, eine Mitgliederabstimmung, ob Deutschland aus dem Euro aussteigen sollte. Damals war Lindner Generalsekretär. Herr Schäffler hatte das initiiert. Und damals gab es auch, also das weiß ich aus dem Innern der FDP, sehr starke Kritik, ob das mit dieser Mitgliederbefragung alles mit rechten Dingen zuging. Diesmal ist sie ja rein elektronisch und Sie wollten, glaube ich, eben sagen, damit umso missbrauchsanfälliger. Also wenn man es nur elektronisch macht und der eigene Generalsekretär zählt, ja, dann ist ja dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Frau Kottar. Ich würde Marcel Luthe tatsächlich recht geben. Also auch ich habe mein Bedenken, ob die wirklich so auszählen, wie sie auszählen müssten. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass sie, auch wenn die Mitglieder sagen, wir wollen da raus, nicht rausgehen werden. Und politischen Selbstmord haben sie meiner Meinung nach schon lange vor dieser Entscheidung begangen. Das habe ich den Kollegen im Bundestag auch gesagt. Ich bin direkt nach dem Entschluss des Kabinetts zum Heizungsgesetz zu einigen Kollegen, mit denen ich mich ganz gut verstehe, auf der Regierungsbank gegangen und gesagt, was macht ihr da? Aber bitte, wenn ihr wollt, macht so weiter. Und sie haben ja so weiter gemacht. Sie haben in meinen Augen jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Also das ist wirklich die Partei, bei der ich hoffe, dass sie rausfliegt und auch nie wieder reinkommt, weil keine andere Partei hat das, für was sie steht, so verraten wie die Freien Demokraten. Wir bräuchten nichts mehr in Deutschland als eine freiheitliche Partei, die sich wirklich für die Bürger einsetzt, für die Freiheit einsetzt. Das wäre der Job der FDP gewesen. Und sie hat so kläglich versagt, dass sie hoffentlich dann 25 das bekommt, was sie verdient. So, über Rot-Grün brauchen wir hier nicht lange reden. Was die veranstalten, das erlebt jeder am Portemonnaie, an den Heizungsrechnungen, an den Energiekosten und allem anderen. Wir reden ein bisschen über die Oppositionspartei, in Anführungsstrichen CDU. Jetzt haben wir die FDP erledigt, aber es ist ja im Augenblick so etwas im Schwange, dass neben der AfD noch einige neue
Parteien sich gründen wollen und irgendwie diese Volksunzufriedenheit aufsaugen. Das erste ist Sarah Wagenknecht, die sich von den Linken abgespalten hat. Am 8. Januar will sie jetzt hervortreten mit ihrer eigenen Partei. Und auf der anderen Seite, und damit will Frau Wagenknecht natürlich gar nichts zu tun haben, gibt es Konservative, die sich zusammentun. Und da wird so viel gemunkelt. Markus Krall hat ja mal auf Twitter was angekündigt und auch ein paar Namen schon ins Feld geworfen. Das wurde dann zum Teil dementiert. Und dann höre oder lese ich auch gelegentlich Ihren Namen, Marcel Luthe, und Ihren, Johanna Kotar. Was ist denn da dran? Fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Kotar. Naja, ich sehe eine riesengroße Repräsentationslücke zwischen CDU und AfD. Die AfD hat 2013 ganz anders angefangen als das Programm, was sie jetzt verfolgt. Dementsprechend haben sich da Wähler wieder abgewandt oder trauen sich nicht, die AfD zu wählen, weil sie sagen, die sind mir zu radikal. Die fahren einen Kurs, gerade was China, Iran, Russland angeht, den trage ich nicht unbedingt mit. Und der CDU glauben sie kein Wort mehr aus gutem Grund. Und dementsprechend gibt es da eine Lücke von Wählern, die nicht wissen, was sie wählen sollen, die entweder mit der Faust in der Tasche CDU oder AfD wählen oder dann zu Hause bleiben. Und ich glaube, es braucht in Deutschland, was ich vorher gesagt habe, eine Partei, die sich vor allen Dingen für die Freiheit einsetzt. Eine freiheitliche Partei. Gar nicht mal so sehr eine konservative, eine wertkonservative, aber eine wirtschaftsfreiheitliche Partei. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass das nicht nur von oben kommen kann. Es kann jetzt nicht ein Zusammenschluss sein von ein paar Parteien, ein paar Organisationen. Das ist ganz wichtig, dass es nicht nur ein paar Einzelne sind, die nach vorne laufen und sagen, hey, ich habe einen tollen Namen, ich mache jetzt eine eigene Partei, sondern es muss ein Zusammenschluss von vielen, vielen Kräften sein. Und die Gesellschaft muss mit eingebunden sein. Die Bürger müssen mit eingebunden sein. Das muss eigentlich von unten aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die sagen, so geht es nicht weiter aus allen Bereichen, ob das aus dem Sport ist, aus der Unterhaltung ist, aus dem Militär ist, aus der Politik ist, die alle sagen, so nicht mehr. Und wenn da ein Zusammenschluss gelingt und so sagt, wir wehren uns gemeinsam gegen das, was die Ampel und das, was die GroKo die ganze Zeit gemacht hat, gegen dieses aktuelle politische Tohuwabohu, was wir haben, dann kann es erfolgreich werden. Und dann ist es einfach ein weiteres Angebot von rechter Seite, von freiheitlicher Seite. Und Frau Wagenknecht kommt mit einem Angebot von linker Seite. Und ich glaube, das kann diesem verstaubten Parteiensystem nur gut tun. Also in den Altmedien wird das natürlich sofort disqualifiziert. Das würde nur im Querdenkermilieu auf Resonanz stoßen. Das ist was für Verschwörungstheoretiker und natürlich horrible dictu bisheriger AfD-Wähler. Marcel Luthe, würde denn dank dieser aktuellen Medienlandschaft nicht jegliche Neugründung ein ähnliches Schicksal erleiden wie die AfD? Ja, wenn man sich auf das Spielchen einlässt und das genauso spielt, wie die anderen Parteien das wollen, dann halte ich das für sehr wahrscheinlich. Wir übersehen dabei, dass die Parteien nach dem Grundgesetz nur an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Sie haben faktisch, aber mittlerweile, einen Monopolanspruch. Und das merke ich auch, wenn ich mich mit Kollegen in Parteien unterhalte, wenn ich mich auch mit unabhängigen politischen Köpfen in diesem Land unterhalte und auch mit Journalisten, die mir alle sagen, naja, also man muss ja eine Partei gründen, man muss dieses oder jenes machen. Ich habe seinerzeit mit dem Tegel-Volksentscheid Politik gemacht, ohne das über eine Partei zu machen, sondern einfach direkt als Bürger. Wir haben das mit unserer Gewerkschaft gemacht, ohne eine Partei zu gründen. Und es gibt auch viele andere Wege, Politik zu machen, auch Politik in Parlamenten zu machen, ohne sich auf dieses fatale Parteienwesen einzulassen. Denn meine Überzeugung ist, dass die Menschen von den politischen Parteien nach dem deutschen Parteienhistorie ganz gehörig die Nase voll haben. Sie bekommen doch eines, sie wählen letztlich, und das war übrigens auch das Problem bei dem FDP, in Anführungszeichen Relaunch nach dem Rausfliegen 2013. Sie bekommen irgendeine Marke präsentiert. Und dann ändert man mal das Logo. Man holt sich eine Werbeagentur für einen neuen Spruch und man versucht tatsächlich das, worum es bei Politik geht, um Überzeugungen, darum sich Gedanken zu machen, was das Beste ist für ein Land, versucht man zu verkaufen als, oh, wir machen nochmal eine neue Verpackung, wir brauchen einen peppigen Slogan und oh, wenn es nochmal gut läuft, brauchen wir irgendeinen Posterboy oder ein Postermädchen, das nochmal hübsch aussieht und irgendwie in die Zielgruppe passt. Und vielleicht noch ein bisschen divers oder so. Das ist genau das, was die Leute in diesem Land anwidert. Was hingegen Resonanz bekommt, sind Menschen, die tatsächlich seit Jahr und Tag für bestimmte Themen, für bestimmte Überzeugungen einstehen und die auch bei Gegenwind nicht umfallen und die auch bereit sind, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen, dass sie Überzeugungen haben. Ja, wir haben gerade in diesem Parteikontext zum Beispiel über Hans-Georg Maaßen gesprochen, dessen Überzeugung ich nicht teilen muss, um anzuerkennen, dass er welche hat.
Auch eine Sarah Wagenknecht, deren Überzeugung ich nicht teilen muss. Aber ich erkenne an, dass sie welche hat und dass sie die begründen kann. Aber wenn sie sich die ganze, mit einigen wenigen Ausnahmen, gesichtslose Kohorte der Abgeordneten in Bundestag und Landtagen anschauen, dann ist dort das Problem, dass der Bürger die nicht einmal kennt. Geschweige denn, haben sie sichtbare, erkennbare Überzeugungen. Es sind einfach gesichtslose Menschen in einer Partei. Und brauchen wir nicht. Stefan Homburg. Ich würde gern an dem Punkt anknüpfen, Herr Luther, als Sie sagten, dass die Leute mehr oder weniger Parteien satt haben. Und deshalb möchte ich gern mal die Aufmerksamkeit auf sozusagen eine außerparlamentarische Opposition richten. Stichwort 8.1.2024. Dieses Datum wird in den Leitmedien praktisch überhaupt nicht genannt. Es trendet wie verrückt in den sozialen Medien. Und heute wurde ich sogar von meiner Friseurin drauf angesprochen, die wirklich überhaupt nicht revolutionär gestimmt ist, mir sagte, dass sie ihre Abreise vor diesem Tag geplant hat, um sicher zu gehen. Denn es geht ja nicht nur um Trecker, es geht inzwischen auch um Spediteure, es geht um viele Privatleute. Es kursiert das Wort Generalstreik, dann heißt es ja, Generalstreik ist verboten. Dann lautet die Retourkutsche, ja, wir melden uns einfach krank. Es wird also praktisch umgangen, wie damals mit dem Spaziergängen, als das Demonstrationsverbot bestand. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende und für Deutschland neuartige Entwicklung. Also 1968, da sind Studentengruppen durch die Straße gelaufen und haben die Bürger zu revolutionärem Verhalten aufgerufen, wozu die Bürger aber keine Lust hatten. Aber dies hier kommt ja jetzt aus der Mitte der Gesellschaft und erfasst große Kreise. Und das wäre vielleicht eine Art außerparlamentarische Opposition, die ein Umdenken bewirken könnte bei den politisch Verantwortlichen. Nach meiner Grundüberzeugung, Stichwort neue politische Ökonomie, sind Politiker letztlich nicht ideologiegesteuert, wie viele glauben, sondern letztlich geht es immer um den Machterhalt. Und wenn man sieht, dass sich da in der Gesellschaft etwas verschiebt, dann wird man auch selber nicht nur neue Verbalkorrekturen vornehmen, sondern auch an der Politik etwas ändern. Ich finde es ganz wichtig, dass tatsächlich die Bürger auf die Straße gehen, dass das von unten kommt. Und dieser 8. wäre so ein Datum. Ich bin noch nicht so optimistisch wie Sie, Herr Homburg, dass da tatsächlich viele auf die Straße gehen. Und das wäre wirklich nötig. Und das fehlt den Deutschen. Das klappt im Osten ganz gut, weil im Osten hat man sich schon mal gegen eine Diktatur gewehrt. Im Osten weiß man, was es heißt, wenn man die Meinung nicht mehr sagt. Und all das haben die durch. Und was es heißt, eine Regierung zu Sturz zu bringen. Und im Westen ist es anders. Im Westen ist man vorsichtig. Im Westen bleibt man eher noch auf dem Sofa sitzen. Ich rede jetzt nicht davon, diese Regierung zu stürzen, gewaltsam, aber auf die Straße zu gehen, zu sagen, es reicht. Weil Herr Homburg hat vollkommen recht, die sind am Machterhalt interessiert. Und wenn sie sehen, die Wähler brechen weg und die Wähler legen das Land lahm, dann wird sich irgendetwas bewegen. Aber solange sich die Bürger nicht bewegen, solange sie lieber zu Hause bleiben und auch bei den Montagsspaziergängen, es waren viele auf der Straße, aber längst nicht genug auf der Straße. Es muss von unten herauskommen. Die Veränderung kann nicht nur von oben kommen. Da braucht man die Unterstützung der Bevölkerung. Also an diesem 8. soll es ja erst losgehen. Es soll ja eine Woche lang dauern. Die Bauern wollen zunächst mal dezentral den Aufstand proben. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Ich glaube selber, dass es eine große Bewegung werden wird. Und dann wird man eine Woche drauf am 15.1., so ist es jedenfalls geplant, so hat es der Bauernverband angekündigt, dann in Berlin Präsenz zeigen. Marcel Luthe, was halten Sie von diesem Projekt? Also ich habe noch nie viel von Demonstrationen gehalten, also insbesondere von denen nicht, die angeblich von Politik wahrgenommen werden sollen. Und darum geht es ja auch bei diesen Planungen. Letztlich kann es mir doch als Minister, als Kanzler vollkommen egal sein, wo die Leute sich dann jedenfalls aufhalten, wenn sie gerade Freizeit haben. Die Besonderheit liegt jetzt gerade nochmal darin, dass Leute sich womöglich krank melden. Gut, was bedeutet das denn ökonomisch? Wem wird denn damit geschadet? Es wird allenfalls den Arbeitgebern geschadet, die wieder weniger volkswirtschaftliche Leistungen insgesamt generieren können, also über ihre Betriebe. Wir haben noch weniger Effizienz in unserer Wirtschaft. Die Kosten werden trotzdem eben anfallen, weil in den ersten Krankheitstagen ja der Arbeitgeber zahlt, wenn denn tatsächlich die Atteste vorliegen. Und ansonsten ändert sich doch gar nichts.
Im Gegenteil, man verfolgt sogar vielleicht noch etwas mehr die Agenda dieser Regierung, weil damit ja mittelständische und kleine Unternehmen geschädigt werden, vielleicht so weit geschädigt werden, dass sie tatsächlich auch in die Insolvenz gehen und nicht mehr weitermachen können. Ich halte das wirklich für einen psychologisch verständlichen Wunsch, sich auszudrücken. Ich halte es aber mindestens für nicht hilfreich, gegebenenfalls sogar für kontraproduktiv. Gegenbeispiel 1989. 1989 hatten wir tatsächlich einen Systemzusammenbruch. Infolgedessen. Das lag aber wiederum nicht an der ökonomischen Konsequenz des Ganzen, sondern dass man in der Tat gesehen hat, dass ein System der gegenseitigen Bespitzelung und der Angst nicht mehr funktioniert. Ja, aber es waren doch die Demonstrationen. Es hat doch nicht in der Wahl stattgefunden. Ja, genau, weil die Leute gezeigt haben, dass sie keine Angst mehr vor einem Spitzel- und Überwachungs- und Repressionsstaat haben. Hier geht es aber nicht um einen Spitzel-, Überwachungs- und Repressionsstaat, der dadurch beseitigt werden kann, dass ich zeige, dass ich keine Angst vor ihm habe und auf die Straße gehe. Sondern hier geht es um eine Ineptokratie, um eine Herrschaft der Unfähigen, die nur dadurch beseitigt werden kann, dass Fähige an die Stelle der Unfähigen gesetzt werden. Und das passiert nun mal nicht durch Demonstrationen, sondern das passiert tatsächlich nur durch demokratische Wahlen. Da würde ich ein bisschen widersprechen wollen. Also ich glaube, gerade wenn in Deutschland viele Leute auf die Straße gehen und viele Leute durch viele Aktionen zeigen, es reicht, dann ist das gerade für unser Land etwas Außergewöhnliches. Und ich glaube, das macht Eindruck auf meine Kollegen. Ich glaube nicht, dass sie einfach so weitermachen werden. Wenn viele Menschen auf die Straße gehen, ist wahrscheinlich auch keine Einzelaktion bleiben, sondern da werden Folgeaktionen folgen. Also, dass es gar keinen Eindruck hat, das glaube ich nicht. Das funktioniert auch in anderen Ländern und gerade in Deutschland wäre es was Ungewöhnliches, wenn die Deutschen mal den Rasen betreten zum Demonstrieren und es wäre höchste Zeit. Ich würde ganz gern noch etwas einwerfen, weil ich schon gesehen habe, dass der Bauernverband sich distanziert hat von Leuten, die die Demonstration kapern wollen und von Rechten und über. So funktioniert es nicht, Leute. Ich verstehe, dass man mit gewissen Leuten nichts zu tun hat, aber was interessiert es mich, wer 200 Meter weiter auf meiner Demonstration mitläuft? Wenn man schon damit anfängt, sich zu distanzieren und zu sagen, nee, mit denen nicht, mit jenen nicht und mit denen überhaupt nicht, dann wird das nicht funktionieren. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, mit denen die Leute, die da mitlaufen und mitdemonstrieren, aber in der großen Sache ist man sich doch einig. Und dann kann man doch einmal wirklich zusammen für Veränderungen in diesem Staat kämpfen und nicht gleich anfangen, aus Angst vor politischer Hinrichtung und aus politischer Korrektheit sich sofort wieder anfangen zu distanzieren. Das führt genau zum Gegenteil. Also wenn, dann bitte alle zusammen und hoffen, dass dann wirklich kleine Veränderungen sich bewirken in der Politik und dass die Kollegen sich bewegen. Aber bitte ohne, nee, mit denen wollen wir nicht und mit denen nicht. Stefan Homburg. Nochmal an Herrn Luthe anzuknüpfen. Und zwar das wichtige Thema, inwieweit kann man seine Meinung frei sagen? Da hat Herr Luthe ja gesagt, dass damals die Proteste sich auch gegen die Unterdrückung richteten, während wir heute nur eine Ineptokratie hätten. Dem möchte ich doch sehr widersprechen. Ich interessiere mich nicht so sehr für politische Umfragen, wer kriegt wie viel Prozent der Stimmen. Aber es gab ja jetzt eine Allensbach-Umfrage, die komplett erschütternd war, nämlich dass zum ersten Mal seit den 1950er Jahren, als diese Umfrage startete, eine Mehrheit der Deutschen sich nicht mehr traut, die eigene Meinung offen zu sagen. Und was mich noch mehr erschüttert hat als dieses Ergebnis, das ich eigentlich erwartet hatte, war die Aufsplitterung nach Parteien. Da kam nämlich heraus, nicht nur AfD-Leute trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen, sondern auch SPD-Anhänger, FDP-Anhänger und Unionsanhänger. Hm. Und die einzigen Parteianhänger, die mit riesiger Dreiviertelmehrheit der Meinung waren, ich kann sagen, was ich meine, waren die Anhänger der Grünen. Und ich finde, das ist für unsere heutige politische Situation absolut wichtiger Punkt. Dieses grüne Meinungsdiktat, sobald irgendein etwas gegen diese grüne Ideologie sagt, kriegt der Faktenchecker, Süddeutsche Zeitung oder Volksverpetzer oder wen auch immer auf die Hacke und wird dann öffentlich diskreditiert. Und dieses Gefühl ist inzwischen bei der Mehrheit der Menschen angekommen. Ja, und eine wachsende Zahl der Menschen ignoriert es aber auch, denn wer sind die Volksverpetzer und diese ganzen anderen Verleumdungstruppen, die ja alle von Regierungsgeldern gemästet werden, wo es doch nebenher auch noch ein paar andere Medien gibt, unter anderem dasjenige, das Sie gerade hören. Liebe Hörer, vielen Dank für diese angeregte Diskussion. Wir hoffen, dass die dummen und unfähigen Politiker, wie Marcel Luthe das erklärt hat, bald durch kluge
und Weise ersetzt werden. Das war die letzte Sonntagsrunde im alten Jahr. Am nächsten Sonntag, am 7. Januar, kommen dann Silke Schröder und Roger Leitsch in die Sonntagsrunde. Dann werden wir wissen, wie das Jahr 2024 angefangen hat, beziehungsweise 2024, wie ja jetzt viele sagen. Ich frage mich übrigens, wo das herkommt und warum das so viele sagen. Es ist ja nur eine Silbe kürzer, also viel Zeit spart man nicht, aber irgendwie gilt es als hip und cool und modern. 2024 klingt irgendwie nach Computertechnik. Naja, wie dem auch sei, ich wünsche jetzt Ihnen allen, liebe Hörer, und mit Dank natürlich an Stefan Homburg, Joanna Kotar und Marcel Lute, einen schönen Sonntag und dann einen guten Rutsch.